Am frühen Morgen des 21. April 1865 verlässt ein Zug, behangen mit schwarzem Fahnentuch, langsam Washington. Im vorletzten Wagen aufgebahrt, der Leichnam des ersten ermordeten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Abraham Lincoln. Während der Trauerzug abfährt, liegt der Attentäter zitternd im Schilf des Potomac River. Die größte Verfolgungsjagd in der amerikanischen Geschichte neigt sich dem Ende zu. John Wilkes Booth kritzelt in sein Tagebuch: Gott kann mir nicht vergeben, wenn ich Unrecht getan habe, doch kann ich kein Unrecht erkennen. Millionen von Menschen lehnten Lincoln ab, Hunderttausende haben gegen ihn gekämpft und Tausende wollten ihn sogar tot sehen. Doch nur ein einziger ist mit einer Pistole auf ihn zugegangen, John Wilkes Booth. Die Nacht vom 13. April 1865 ist eine der strahlendsten Nächte, an die man sich in Washington erinnern kann. Das Ende des qualvollen Bürgerkriegs ist in Sicht und die Stadt feiert den Frieden mit einem Lichterfest. Es herrschte eine unglaubliche Feierlaune. Der Krieg ging zu Ende und man brachte dies mit Licht zum Ausdruck. Der Anblick der spektakulären Szenerie mit den Menschenmassen in den Straßen und den Lichtern in allen Fenstern muss wunderschön gewesen sein. Der große Kampf ist vorbei, titelt die New York Times. Das Blutvergießen hat ein Ende. Der letzte Schuss ist gefallen. Der letzte Mann, dem wir vertrauten, wurde getötet. In der feiernden Menge John Wilkes Booth, im Dunst von Alkohol und Verbitterung. In dieser Nacht ist er ein Mann ohne Hoffnung. Ein Mann ohne Perspektive. Seine Welt und alles, was ihm am Herzen liegt, ist zerstört und gedemütigt. Die Familie Booth aus Maryland war mit einer besonderen Begabung gesegnet. Unter der Führung ihres exzentrischen Patriarchen Junius Brutus Booth ist sie bekannt als eine der herausragenden Theaterdynastien ihrer Zeit. Er war der Sohn des großartigsten Schauspielers in Amerika. Sein Bruder Edwin war dabei, dessen Nachfolge anzutreten, und Johnny Booth betrachtete sich selbst ebenso als berufen. Mit 17 entscheidet sich John Wilkes Booth, seinem berühmten Vater und seinem Bruder auf die Bühne zu folgen. Dieser gut aussehende junge Mann, so voller Begeisterung, eroberte die Bühne im Sturm. Auf dem Zenit seines Ruhms verliert das Land jedoch das Interesse am Theater. Die Feindschaft zwischen dem Norden und dem Süden ist das wirkliche, nun vorherrschende Drama. Auch in der Familie Booth. Edwin wurde ein Mann des Nordens und da auch eine Berühmtheit. Und sein politisches Bewusstsein entwickelte sich in diese Richtung. John Wilkes verbrachte die meiste Zeit im Süden. Dort bekam er großen Zuspruch, dort fühlte er sich geliebt. Mit der Zeit übernahm er den Standpunkt des Südens. Wir sind aus dem Norden, insistiert seine Schwester Asia. Nicht ich, entgegnet er. So wahr mir Gott helfe, meine Seele, mein Leben und mein Besitz gehören dem Süden. Während seine Familie sich über den Norden zerstreut, verbringt John Wilkes Booth die meiste Zeit in Richmond, Virginia, eine Hochburg des Südens. Er betrachtete den Süden als ideale Gesellschaftsform, ganz im Gegensatz zum Norden, den er als ungehobelt bezeichnete. Der Süden war für ihn einfach echt. Die Sklaverei empfand er nicht als übel. Sie war ein Segen Gottes für die Schwarzen.
Sie brachte sie zum Christentum, zu einem höheren Stand von Zivilisation. Es waren die Sklavereigegner im Norden, die das Land spalteten. Booth hasste die Antisklavereibewegung. Im November 1860 wird ein kaum bekannter Politiker aus Illinois Präsident. Sein Name Abraham Lincoln. Der Wahlsieg eines Republikaners, der für die Aufhebung der Sklaverei eintritt, provoziert 7 Staaten dazu, sich von der Union abzuspalten. Viele Sympathisanten des Südens sind aufgebracht, unter ihnen John Wilkes Booth. Wir lachten für gewöhnlich über seinen Patriotismus, wann immer das Thema Sezession diskutiert wurde, erinnerte sich Edwin Booth. An diesem Punkt war er ziemlich verrückt. Daran kann niemand zweifeln, der ihn kannte. Ihr alle fühlt das Feuer, das nun im Herzen der Nation wütet. Es ist ein Feuer, entfacht und geschürt vom Fanatismus des Nordens. Ein Feuer, das nur Blut löschen kann. Der Süden will Gerechtigkeit. Er hat lange darauf gewartet und wird nicht länger warten. Dieser Krieg frisst mich noch auf, sagt Präsident Abraham Lincoln. Ich habe den starken Eindruck, dass ich sein Ende nicht mehr erleben werde. Das Zerwürfnis hat sich bis 1862 zu einer blutigen Pattsituation entwickelt. Und kein Ende ist in Sicht. Im Februar 1862 kommt der Tod auch zu Lincolns Familie. Sein geliebter 12-jähriger Sohn Willie erkrankt an Typhus, nachdem er verunreinigtes Wasser getrunken hatte. Nach einwöchigem Leiden stirbt Willie. Alle Freude verschwand aus seinem Leben. Er versank in Trauer und er war gezwungen, bei seiner Arbeit dem Sterben anderer Jungs zusehen zu müssen. Aus all dem Leid heraus beschließt Lincoln, muss eine neue Freiheit erwachsen. Wenn so viele ihr Leben verlieren, müssen viele mehr ihre Freiheit erlangen. Im Januar 1863 erteilt Lincoln den Befehl, die Sklaven in den Konföderierten Staaten zu befreien. Diese Emanzipationsproklamation verändert den Sinn des Krieges. Er hat die Freiheit der Schwarzen mit der Erhaltung einer amerikanischen Republik verknüpft. Das bedeutet, dieser Krieg wurde geführt, um die Vereinigten Staaten neu zu erfinden, nicht um sie zu bewahren. Die Regierung, die Republik, die aus diesem Krieg hervorgehen würde, wäre nicht mehr dieselbe. Im Verlauf des Krieges musste Lincoln eine ganze Reihe von Verordnungen erlassen, die sehr antidemokratisch waren. Zum Beispiel die Aussetzung des Habeas Corpus-Artikels oder die Schließung von Zeitungen und die Zensur öffentlicher Ansprachen. John Wilkes Booth war das alles ein Greuel und ich denke, zum Schluss hielt er sich selbst für jemanden, der von Gott berufen war, der Tyrannei Abraham Lincolns ein Ende zu setzen. The tyranny of Abraham Lincoln. John Wilkes Booth hatte das Bedürfnis, sich rechtfertigen zu müssen, warum er nicht als Soldat an der Front war. Warum hatte er sich nicht freiwillig gemeldet? Warum kämpfte er nicht? Booth dachte, sein Talent und seine Fähigkeiten könnten besser genutzt werden. John Wilkes Booth übernimmt kleinere Aufträge für den konföderierten Untergrund. Ein loses Netzwerk von Spionen der Südstaaten, die nördlich der Mason-Dixon-Demarkationslinie leben. Hier entwickelt er einen gewagten Plan. Er will den Präsidenten der Vereinigten Staaten entführen, ihn in die Hochburg der Konföderierten nach Richmond verschleppen und ihn gegen tausende konföderierte Gefangene austauschen. Im November und Dezember macht Booth Streifzüge im südlichen Maryland, einer Brutstätte des Aufruhrs.
Hier rekrutiert er Komplizen und kundschaftet Fluchtwege aus. Sein wichtigster Komplize war John Surratt, ein Kurier bei den Konföderierten und in Richmond bekannt. Er half Booth, mit anderen Agenten der Konföderierten in Kontakt zu treten. Ohne John Surratt hätte Booth die Verschwörung nicht umsetzen können. Am 4. März 1865 versammeln sich mehr als 50.000 Menschen bei Regen, um der Zeremonie der zweiten Amtseinführung Abraham Lincolns beizuwohnen. Auf den Stufen des Kapitols auch John Wilkes Booth, der vor Hass schäumt. Nur wenige Schritte vom Präsidenten entfernt. Die Aussicht auf eine weitere Amtszeit Lincolns birgt für ihn keinen Trost. Er fühlt Verbitterung und Niederlage. Welch prächtige Gelegenheit ich doch hatte, den Präsidenten dort zu töten, wo er stand, bekennt er später. Am 3. April fällt Richmond an die Streitmächte der Union. Als der Präsident persönlich die noch rauchenden Ruinen begutachtet, umarmen ihn befreite Sklaven. Nach 4 blutigen Jahren ist der Krieg vorüber. Die Konföderation liegt in Trümmern und Booths Entführungsplan ist hinfällig. Er versinkt in Enttäuschung und Bitterkeit. Spätestens im April 1865 war Booth ganz sicher desillusioniert. Stellen Sie sich vor, was er aus seiner Sicht erleiden musste. Ein paar Monate zuvor war der große Tyrann wiedergewählt worden und sein Versagen, den Präsidenten zu kidnappen, beschämte ihn. Wie sah seine Zukunft aus im besiegten, zerrütteten Süden? Aus dieser Hoffnungslosigkeit heraus schmiedet John Wilkes Booth einen noch verzweifelteren Plan. Am Morgen des 14. April 1865 wacht Abraham Lincoln ungewöhnlich gut gelaunt auf. Einige Tage nach der Kapitulation der Konföderierten gönnt er sich einen Moment der Zufriedenheit. Er war wie verwandelt, schreibt ein guter Freund. Diese unbeschreibliche Traurigkeit war plötzlich einer nicht geringeren Freude gewichen. An diesem Nachmittag lud er Mary zu einer Kutschfahrt ein, nur die beiden allein. Sie unterhielten sich darüber, wie es wohl in Springfield sein werde, wenn sie wieder an den Platz zurückkehrten, an dem sie begonnen hatten. Und er sagte zu ihr: Mary, wir müssen nun versuchen, glücklich zu sein. Unsere Zukunft liegt vor uns. Und an diesem Abend gingen sie ins Theater. Am gleichen Morgen erwacht John Wilkes Booth erst spät. Er holt im Ford Theater seine Post, die der Besitzer für ihn entgegengenommen hat. Und dann sagte jemand vorm Theater: Präsident Lincoln kommt heute Abend. Das war der Moment. Er saß auf den Stufen vor dem Ford's Theater und jemand sagte ihm: Er kommt heute Abend. Booth verlässt das Theater in Windeseile, erinnert sich ein Augenzeuge. So, als hätte er eine Entscheidung getroffen, was zu tun ist. Nachdem er erfahren hatte, dass Lincoln an diesem Abend im Theater sein würde, hatte er nur ca. 8 Stunden, um sich vorzubereiten. Er verfiel in fieberhaften Aktionismus. Er sah nach seinem Pferd und versicherte sich, dass seine Derringer-Pistole einsatzbereit war. Er überlegte, was er auf der Flucht benötigen würde. Nachmittags kehrt Booth zum Theater zurück und geht in die Präsidentenloge. Im Vorraum ritzt er ein kleines Loch in die Wand, in dem man einen Holzstab befestigen kann. Das andere Ende davon soll die Tür von innen blockieren. Eine Stunde später ruft Booth seine verbliebenen Komplizen in einem Restaurant zusammen und informiert sie über die spontane Änderung der Pläne. Heute Abend, in etwa 2 Stunden, werde ich Abraham Lincoln töten.
Du, Lewis Powell, wirst Außenminister William Seward beseitigen. George Atzerodt, dein Auftrag ist es, den Vizepräsidenten Andrew Johnson umzubringen. Die größte Tat behielt sich Booth natürlich selbst vor. Er allein würde das Attentat auf Lincoln ausführen. Das Präsidentenpaar erreicht das Theater gegen 20.30 Uhr. Eine halbe Stunde, nachdem das Theaterstück begonnen hat. Kein Wachmann, kein Anhang, keine Fanfare, keine Ankündigung seines Besuchs. Er betrat ganz einfach das Theater und ging zu seiner Loge. Gegen 21 Uhr reitet John Wilkes Booth auf einer kleinen braunen Stute zum Hintereingang des Ford's Theaters. Dort überlässt er das Pferd einem Bühnenhelfer und betritt das Theater durch die Hintertür, läuft unter der Bühne durch und geht wieder raus in eine Seitengasse. In einem Saloon wartet er ab. Gegen 21:15 ging Booth an der Abendgasse vorbei und nahm die Treppe zum ersten Rang. Er trug einen schlichten dunklen Anzug und seinen typischen Schlapphut. Er hatte eine kleine Derringer bei sich und ein großes Jagdmesser. Als er den Gang entlang geht, stoppt Booth und lauscht, was auf der Bühne passiert. Offensichtlich will er wissen, an welcher Stelle das Stück ist. Schließlich gelangt er zum Eingang der Loge. Doch direkt neben der Tür sitzt der Diener des Präsidenten, Charles Forbes. Booth griff in seine Tasche und reichte ihm ein Stück Papier, vermutlich eine Visitenkarte. Und natürlich würde sie ihm den Zugang zu fast allen Plätzen in Washington gestatten. Booth öffnet die äußere Tür, die zum Vorraum der Loge führt, und schließt sie hinter sich. Dann hebt er den Holzstab auf, den er dort zuvor deponiert hatte, und verkeilte ihn zwischen der Tür und dem Loch in der Wand. Jetzt ist er nur eine Tür entfernt von Lincoln. Er hört die Stimmen der Schauspieler. Es ist dunkel. Er geht vor zur Tür und schaut durch ein Guckloch. Auf der Bühne erreicht das Spiel seinen Höhepunkt. Schauspieler Harry Hawke wird gleich seine größte Lachnummer des Abends zum Besten geben. Booth wartet genau auf diese Nummer. Die anderen Schauspieler verlassen die Bühne. Nur Harry Hawke ist noch da. Ein Schuss gellt durch den Zuschauerraum. Major Rathbone springt auf. Booth schwingt seinen Dolch und fügt dem jungen Offizier eine lange Schnittwunde am Oberarm zu. Booth wendet sich von Rathbone ab, schwingt sein Bein über die Balustrade und verfängt sich im Fahnenstoff und an der gerammten Fotografie George Washingtons, die an der Vorderseite der Loge hing. Booth stürzt auf die Bühne und bricht sich den linken Fußknöchel. Die Zuschauer sind sich später uneins darüber, was er sagte. Viele hörten Sic Semper Tyrannis, Tod den Tyrannen. Andere hörten, der Süden ist gerecht. Fast erstarrt rang er eine Minute um Fassung. Einem Freund erzählte er später, dass er all seinen Mut aufbringen musste, um aufzustehen und die Flucht zu ergreifen. Die Leute blicken sich einen Augenblick lang gegenseitig an. Ist das Teil der Inszenierung? Was passiert hier? Das dauert 1, 2, 3 Sekunden, bis die Rufe erschallen. Der Präsident wurde erschossen. Haltet den Mann auf! Aber Booth war bereits von der Bühne gehastet. Vorbei an den Vorhängen, raus durch den Hintereingang, rauf aufs Pferd und galoppierte in die Dunkelheit von Washington. Während Booth die Flucht ergreift, sind seine Komplizen weitaus weniger erfolgreich. Gegen 22.15 Uhr klopft Lewis Powell an die Tür von Außenminister Sewards Villa und bahnt sich den Weg die Treppe hoch. Er betritt das Schlafzimmer, wo sich der Minister von einem Kieferbruch erholt.
Er hat ein großes Bowie-Messer, tritt an Sewards Bettseite und schlitzt ihm das Gesicht mit solcher Gewalt auf, dass seine Wange abgetrennt wird. Er verliert sehr viel Blut, doch er stirbt nicht. Er bleibt fürs Leben gezeichnet, aber wegen des Kieferdrahts wird die Halsschlagader verfehlt. Geistesgegenwärtig stürzen sich einer von Sewards Söhnen und eine Krankenschwester auf den Attentäter. Paul lässt sein Messer fallen und flieht über die Treppe hinunter aus dem Haus. Zur gleichen Zeit nähert sich George Axelrod seinem Opfer, dem Vizepräsidenten Andrew Johnson. Aber als er an Johnsons Wohnsitz ankommt, verlässt ihn der Mut. Axelrod stieg nie diese Stufen hinauf, klopfte nie an die Tür, versuchte nie, den Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten umzubringen. Er war der einzige Verschwörer, der in dieser Nacht seine Aufgabe nicht erfüllte. Im Ford Theater verschafft sich ein junger Arzt als erster Zugang zur Präsidentenloge. Er schneidet Lincolns Hemd auf, kann aber die Wunde nicht finden. Da war überhaupt kein Blut an ihm. Er bleibt allerdings bewusstlos. Die Frage ist nun, wo soll der Präsident der Vereinigten Staaten sterben? Auf keinen Fall auf dem Boden einer Theaterloge. 10 Fuß über die Straße von Ford's Theater entfernt steht ein junger Mann vor einem Gästehaus, der über die Straße ruft: Sie sollen ihn hier rüberbringen. Also tragen sie Lincolns Körper über die Straße in das rückwärtige Schlafzimmer des Peterson-Gästehauses. Dort legen sie ihn quer über das Bett und die Totenwache beginnt. Inzwischen hat der anwesende Arzt unterhalb von Lincolns linkem Ohr ein kleines Einschussloch gefunden. Das bedeutet den sicheren Tod. Mitten im Chaos übernimmt Kriegsminister Edwin Stanton das Kommando. Stanton war im Grunde genommen derjenige, der einen klaren Kopf behält. Er braucht Beweise, er braucht Zeugen, er braucht eidesstattliche Aussagen. Er versetzt die Truppen in Alarmbereitschaft und will, dass ganz Washington abgesperrt wird. Vergleichbares gab es noch nie. 23.30 Uhr. Über eine Stunde nach seiner Flucht aus dem Theater trifft sich John Wilkes Booth mit Davy Harold in Maryland. In einem Landgasthof versorgen sie sich mit Schusswaffen und einer Flasche Whisky und machen sich auf in Richtung Virginia. Eine Flucht in den tiefsten Süden. Jetzt quälte das gebrochene Bein Booth. Er spürte es nun ganz deutlich. Das Adrenalin ließ nach und der Schmerz machte sich breit. Da Booth medizinische Versorgung braucht, reiten die Flüchtigen zum Landarzt Samuel Matt. Diesen hatte Booth vor Monaten getroffen, als er Fluchtwege in Maryland ausgekundschaftet hatte. Bei Anbruch des Morgens weicht im Peterson-Gästehaus das Leben aus Abraham Lincolns Körper. Um 7.22 Uhr verkündet der Arzt den Anwesenden das Ende der Nachtwache. Abraham Lincoln ist tot. Wir standen alle da wie gelähmt, erinnert sich ein Augenzeuge. Sprachlos angesichts des Leichnams dieses großartigen und guten Mannes. Bereits 4 Stunden nach Lincolns Tod wird Andrew Johnson als neuer Präsident vereidigt. So ist die Stabilität der nationalen Regierung wiederhergestellt. Die Angst verflog rasch. An ihre Stelle trat maßlose Wut. Aus Angst, die Unionssoldaten könnten auf Vergeltung sinnen, lässt man sie einige Tage in Unkenntnis über Lincolns Tod. Nur wenige Stunden nach dem Tod von Abraham Lincoln formiert sich ein Mob in vielen Städten. In San Francisco zerstört er die Redaktionsbüros einer Zeitung.
In Washington umstellt die Bürgerwehr ein Gefängnis, in dem Konföderierte eingesperrt sind. Zwei frühere Präsidenten, Franklin Pierce und Millard Fillmore, sehen sich einer wütenden Menschenmenge gegenüber, nachdem sie es unterlassen hatten, ihre Trauer zu zeigen. Es war eine gefährliche Zeit. Bis zu 200 Menschen wurden in den Straßen der Städte ermordet, innerhalb von 2 oder 3 Tagen nach dem Attentat. Niemand leidet mehr in der allgemeinen Hysterie als die Familie Booth selbst. Aus Angst um sein Leben verbarrikadiert sich Edwin Booth in einem Hotelzimmer. Denke nie mehr an ihn als deinen Bruder, schreibt er seiner Schwester Asia. Für uns ist er gestorben. So wie er es bald für die ganze Welt sein wird. Nach einigen Tagen führen Kriminalbeamte im Haus von Asia Booth eine Razzia durch und stoßen auf eine Fülle von Unterlagen. Darunter ein persönliches Manifest. Richtig oder falsch, Gott, nicht der Mensch, urteilt über mich. 4 Jahre habe ich gewartet, gehofft und gebetet. Länger zu warten käme einem Verbrechen gleich. Gottes Wille möge geschehen, so werde ich mich aufmachen und das bittere Ende teilen. Am späten Nachmittag des 15. April begreift Dr. Samuel Mudd die Gefahr, in der er schwebt, und verweist Booth und Harold aus seinem Haus. Die Flüchtenden reiten in Richtung des Sikaya-Sumpfes. Ein Gewirr aus Wasserläufen und Morast am Rande des Potomac. Mehrere Stunden irren sie durchs Gelände, bis sie das Haus eines bekannten Sympathisanten der Konföderierten finden. Der bringt sie in ein schützendes Dickicht auf seinem Anwesen. Bei Tagesanbruch werden die Flüchtenden durch eine Reihe kurzer Pfiffe geweckt. Thomas Jones, ein Mann aus dem Untergrund der Konföderation, ist über ihren Aufenthaltsort informiert worden. Thomas Jones sagte zu Booth, ihr müsst in diesem Dickicht bleiben. Die Truppen sind überall. Ihr könnt ihnen nicht entkommen. Der Plan ist, ihr bleibt, wo ihr seid, solange die Soldaten die Gegend durchstreifen. Wenn die Luft rein ist, bringe ich euch runter zum Fluss und wir setzen über. Booth bat Jones natürlich um Essen, Neuigkeiten und besonders um Zeitungen. Er wollte wissen, was die Öffentlichkeit über das Attentat dachte. Wie fielen die Berichte aus über seine finale Darbietung? Als er die Zeitungen von Jones erhielt, war er völlig fassungslos. Das Land war wütend auf ihn. Rechts wie links, das ganze Spektrum, Radikale, Südstaatler, Nordstaatler, sie alle verurteilten Booth aufs Schärfste. Einst überzeugt vom Triumph der Tat, ist John Wilkes Booth jetzt über die öffentliche Meinung erschüttert. Ich denke, es gibt keinen Zweifel, dass John Wilkes Booth davon ausging, als edler Patriot in Erinnerung zu bleiben. Als jemand, der in der Tat der amerikanische Brutus geworden ist. Er hatte das Land vom Joch des Tyrannen befreit und zum Dank wurde er dafür wie ein gemeiner Verbrecher behandelt. Booth hatte ein kleines Notizbuch bei sich, das er im Jahr zuvor erstanden hatte. Darin begann er, seine Empfindungen über die Reaktion der Öffentlichkeit niederzuschreiben. Entgegen dem, was die Zeitungen behaupten, schlug ich kühn zu. Ich lief festen Schrittes durch die Reihen seiner Freunde, wurde aufgehalten, drängte jedoch weiter. Ich passierte alle seine Wachen, ritt in dieser Nacht 60 Meilen, wobei mir der Knochen im Bein bei jedem Sprung das Fleisch zerschnitt. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Unser Land verdankt ihm all seine Probleme und Gott machte mich einfach zum Werkzeug seiner Bestrafung. Der Tag nach Lincolns Tod, der 16. April 1865, ist ein Ostersonntag.
In einer tief religiösen Nation sind an dem heiligsten Tag des Jahres die Kirchen und Kathedralen im ganzen Land brechend voll. Der Parallele zu Christus am Kreuz konnte sich niemand entziehen. Lincoln wurde am Karfreitag ermordet. Er hatte die Bürde einer ganzen Nation auf sich genommen und ist dafür gekreuzigt worden. Ein Mann wie Jesus, der getötet wurde, um uns andere zu erlösen. Mit dem Attentat war der Mythos Abraham Lincolns geboren. Lincoln war während seiner Präsidentschaft durchaus nicht überall beliebt oder geschätzt. Millionen Menschen hassten ihn. Mit seiner Ermordung war auf einmal alles anders. In den besetzten Gebieten der Konföderation befürchten viele Vergeltung und bekunden öffentlich ihre tiefste Anteilnahme. Aber hinter vorgehaltener Hand preisen viele Booth als ihren Brutus. Nach all der Schwere und dem Trübsinn, schreibt eine Südstaatlerin, erscheint uns dieser Schlag für unsere Feinde wie ein Lichtschein. Wir haben so lange gelitten, bis wir uns wie Wilde fühlten. Unser verhasster Feind hat das bekommen, was er verdient. Über 60 Stunden nach der Ermordung Lincolns ist die Nation noch immer in einem Zustand großer Anspannung. Der Druck, Booth zu ergreifen, wächst ständig. Die Öffentlichkeit forderte, dass man Booth und seine Komplizen ergreift. Und es war frustrierend, dass Tag für Tag nichts passierte. Booth flieht aus Washington und verschwindet spurlos in Maryland. Niemand wusste genau, wohin er ging. Am 17. April wendet sich das Blatt. Auf einen Tipp hin durchsuchen Soldaten die Pension von Mary Surratt, wo sich Booth und seine Komplizen oft getroffen haben. Als sie mit dem Verhör von Mrs. Surratt beginnen, klopft es an die Tür. Es ist Louis Powell, der Außenminister Seward hätte töten sollen. Powell wird festgenommen. Mit Hilfe eines Briefes, der in Booth Hotelzimmer entdeckt wurde, werden auch Michael O'Loughlin und Samuel Arnold dingfest gemacht. Am selben Tag wird noch Edmund Spangler in Haft genommen, ein Bühnengehilfe, der Booth, so wird vermutet, bei der Flucht geholfen hatte. Am 20. April wird George Axelrod auf der Farm seines Cousins festgenommen. Man hatte ihn belauscht, als er über seine Beteiligung an der Konspiration geprahlt hatte. Während die Regierung die meisten Verschwörer abgeführt und eingebuchtet hatte, waren Booth und Harold natürlich immer noch dort draußen und die Regierung hatte absolut keine Ahnung, wo sie waren. Kriegsminister Edwin Stanton setzt eine Belohnung von $100.000 für die Ergreifung von Booth und Harold aus. Die höchste Summe, die bis dahin ausgelobt wurde. Lasst den Makel unschuldigen Blutes von unserem Land verschwinden, indem die Mörder inhaftiert und bestraft werden, schreibt Stanton. Jeder Mann sollte sich nach bestem Gewissen dieser heiligen Pflicht annehmen und nicht eher ruhen, bis sie vollendet ist. Der Startschuss für die größte Verfolgungsjagd in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Fünf weitere Tage und Nächte durchkämmen tausende Soldaten das Gebiet. Booth und Harold haben sich sicher im Dickicht versteckt. Wenn er nur rauskäme aus Maryland nach Virginia, dann könnte er medizinisch versorgt werden und würde auf wohlgesonnene Menschen treffen. Menschen, die zu schätzen wüssten, was er getan hat. Jones entschied, dass die Gegend frei genug war von Verfolgern der Union, um eine Überfahrt zu wagen. Sie begaben sich vorsichtig auf einen langen Fußmarsch in Richtung Jones' Hof am Fluss. Bisher war das Glück auf ihrer Seite. Niemand erkannte sie oder nahm Notiz von ihnen. Es ist dunkel und still. Und sie gelangen sicher die Straße hinunter. Er lotst sie zu einer Furt, um den Fluss zu überqueren.
Ein Bluff, um die Verfolger zu täuschen. Jones packte die beiden in ein Boot, gab ihnen einen Kompass und eine Kerze und deutete auf dem Kompass auf die Gradzahl, nach der sie sich richten sollten. Er schob das Boot raus aufs Wasser und dann nahm Gott sie in seine Obhut. Alles, was Booth machen musste, war, diese Nacht den Potomac zu überqueren und es bis nach Virginia zu schaffen, bis in den tiefen Süden. Dann wäre es fast unmöglich, ihn zu schnappen. Da sind also Booth und Harold mitten in der Nacht. Der Fluss ist dunkel, schwarz wie Tinte, und sie rudern in die falsche Richtung. Anstatt nach Westen über den Fluss zu rudern, steuern sie nach Nordwesten. Eine Nacht lang rudern sie und waren immer noch in Maryland. Im Morgengrauen versteckten sich Booth und Harold im Uferschilf. Erschöpft nimmt Booth sein Notizbuch zur Hand und notiert: Nachdem ich wie ein Hund gejagt wurde, durch Sümpfe und Wälder, nass, kalt und hungrig, jedermann gegen mich, verzweifle ich hier. Und warum? Weil ich etwas tat, für das Brutus geehrt wurde. Ich jedoch werde für das Niederschlagen des größten Tyrannen, den es je gab, wie ein gewöhnlicher Halsabschneider betrachtet. Ich glaube, ich habe Gutes getan. Dennoch wendet man sich von mir ab. Der Makel von Kain lastet auf mir. Wenn die Welt mein Herz kennen würde, hätte mich diese Tat zum Held gemacht. Während Lincolns Trauerzug langsam durchs Land fährt, steuert der Dampfer John S. Idy den Potomac-Fluss abwärts. Mit an Bord 25 Soldaten der 16. New York Kavallerie und 2 Kriminalbeamte, Luther Baker und Everton Conger. Der Suchtrupp hatte sich formiert, nachdem es zu einer Verwechslung gekommen war. Kriminalbeamte der Union beobachteten den Potomac äußerst genau und einige Personen waren beim Überqueren beobachtet worden. Es waren nicht Booth und Harold, man hat sie verwechselt. Die wahren Flüchtigen sind tatsächlich nur ein paar Meilen weiter an einer zweiten Furt des Rappahannock. Nachdem Booth und Harold das kleine Dorf Port Conway erreicht haben, treffen sie auf 3 Soldaten der Konföderierten, die einverstanden sind, sie sicher nach Virginia zu geleiten. Sie sagten, wir kennen einen Ort, wo ihr sicher seid. Wenn wir den Fluss überquert haben, bringen wir euch zum Hof von Garrett. Der alte Garrett wird euch helfen. Booth ahnt nicht, dass der Suchtrupp immer näher kommt. Als die Verfolger an der Fähre bei Port Conway ankamen, erzählte ihnen die Frau des Fährmanns, dass Konföderierte 2 Männer, darunter einen mit einem gebrochenen Bein, über den Fluss gebracht hatten. Die Kavalleristen waren höchst erfreut, das zu hören. In dieser Nacht findet das Kavallerieregiment einen der 3 konföderierten Soldaten und zwingt ihn, Booth Aufenthaltsort preiszugeben. Gegen 2 Uhr erreichen sie den Hof von Garrett. Booth und Harold sind auf dem Grundstück in einem alten Tabakschuppen untergebracht. Booth und Harold wurden wach. Die Hunde bellten. Sie hörten Pferde kommen. Booth und Harold sind vollständig von der Kavallerie der Union umzingelt. Es gibt keinen drinnen. David Harold will sich ergeben und sagt Booth, er will sofort raus aus der Sache. Er schickt Harold nach draußen, wie er sich den Truppen stellt. Booth war indessen sicherlich zu dem Schluss gekommen, dass es nur noch Flucht oder Tod gab. Unglaublich, er verwickelte die Soldaten in Verhandlungen und Gespräche. Er ruft Conger und seinen Männern zu, 100 Fuß zurückzuweichen und ihn zum Schießen rauskommen zu lassen. Dann hätten sie eine Pattsituation. Und natürlich ist Conger nicht auf einen Patt mit Booth aus. Er will ihn lebend.
Um 3 Uhr ordnen die Kriminalbeamten an, den Schuppen in Brand zu stecken. Das Lodern erhellte die dunklen Nischen des großen Schuppens, bis jedes Wespennest und Spinnennetz leuchtete, erinnert sich ein Augenzeuge. In der Mitte vom Schuppen bleibt Booth stehen, richtet sich auf und verschafft sich einen Überblick. In der einen Hand Karabiner, in der anderen einen Revolver. Plötzlich wirft er den Karabiner zu Boden, lässt seine Krücke fallen, reißt den Revolver hoch und macht einen Satz zur Tür. Als er in ihre Richtung kommt, fällt ein Schuss. John Wilkes Booth wird in den Nacken getroffen und stürzt zu Boden. Die Türen werden aufgerissen, sie gehen hinein und schleifen ihn nach draußen, bevor der Schuppen vollständig Feuer fängt. Ein junger Offizier namens Boston Corbett hat den Schuss abgefeuert. Später behauptet er, auf Befehl Gottes gehandelt zu haben. Die Kugel hat das Rückenmark des Attentäters durchtrennt. Booth war allem Anschein nach ein toter Mann, so Leutnant Conger. Aber als ich zu ihm zurückkam, bewegten sich seine Augen und sein Mund. Ich beugte mich zu ihm runter und schließlich verstand ich ihn. Sagen Sie meiner Mutter, ich bin für mein Land gestorben. Am 12. Mai stehen 8 Angeklagte für den Mord an Abraham Lincoln vor Gericht. Die einzige Person, die bei der Verfolgungsjagd ums Leben kam, war Booth. Alle seine Freunde waren gefasst und vor Gericht gebracht worden. Nationaler Verachtung, Schmach und einem Militärtribunal mussten sie entgegensehen. John Wilkes Booth Komplizen, Davy Harold, George Axelrod und Lewis Powell, werden zum Tode verurteilt. Booth Hauswirtin Mary Surratt, die nur über den Kidnappingplan Bescheid wusste, wird ebenfalls zum Tode verurteilt. Die anderen, O'Loughlin, Arnold und Matt, werden zu lebenslanger Haft und Zwangsarbeit verurteilt. Booth Leiche wird zurück nach Washington gebracht. Nach einer gerichtlichen Untersuchung weist Minister Stanton an, ihn auf dem Grundstück des Staatsgefängnisses zu begraben. Später wird das Grab geöffnet und sein Leichnam umgebettet in die Familiengruft in Baltimore. In Erinnerung bleibt John Wilkes Booth als tragischer Held, der seine Begabung und sein Leben einer Sache mit ganzem Herzen opferte. Er inszenierte das Attentat wie ein Theaterstück. Er spielte die Flucht und seinen Tod. Irgendwie verwandelte er das alles in Amerikas größtes Drama. Er hat uns ausgetrickst. Am 3. Mai erreicht der Trauerzug mit dem Leichnam Lincolns seine Heimatstadt Springfield, Illinois. Eine letzte Trauerprozession passiert Lincolns Haus, das in Schwarz gehüllt ist. Unter der sinkenden Sonne versammeln sich tausende Menschen an einem Hang und blicken auf die einfache Gruft, in der Abraham und Willie Lincoln ihre letzte Ruhe finden. Die Grabinschrift wird später die überlieferten Worte seines Ministers Edwin Stanton zieren. Nun gehört er zu den Unsterblichen.